Ja. Herzlich willkommen, meine lieben Damen, zum vierten und letzten Call dieser Miniserie 15 Minuten für dein grenzgeniales Leben. Und heute geht's um raus aus dem Hamsterrad in richtig. Ja? Da kommen immer noch einige dazu. Wir sind ja auch noch echt ganz schön früh dran. 19:01 Uhr. Die Katja ist dabei, die Karina, wie schön, Birgit, Heidi. Ja, ich muss ja ehrlich sagen, der Fragen- und Antworten-Call, den wir letzte Woche hatten, hat mich für das heutige Thema inspiriert, weil ich den Eindruck hatte, dass es vielen so geht aus euren Feedbacks, dass sie gar nicht wissen, ja, was wünsche ich mir, was sind meine Bedürfnisse überhaupt, woher weiß ich, was ich will. Es ist so viel verschütt gegangen die letzten Jahre, ja. Und ich habe ja auch in die Ankündigung zu diesem Call geschrieben, woher soll ich wissen, was ich will, wenn ich nicht mal weiß, was ich alles wollen kann. Und ganz ehrlich, meine Lieben, so ging es mir auch, so geht es mir bestimmt auch heute immer mal wieder in Abschnitten. Woher soll ich wissen, was ich alles wollen kann, wenn ich ja gar nicht weiß, was ich alles wollen könnte? Und da möchte ich heute vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Und ihr werdet wieder von mir Fragen bekommen, weil, ja, ich kenne ja dein Richtig nicht. Ja, und ich bin hier, um dir zu helfen, dein Richtig zu finden. Und das kann ich nicht, indem ich dir sage, du musst es so und so machen oder ganz anders, ja, oder du musst in die Richtung laufen oder in die. Ich weiß, dass da draußen ganz viele unterwegs sind, die genau das machen, ja, die ihre eigene Weisheit über ihr Gegenüber stülpen und sagen, so schaffst du es auch. Nur das stimmt halt ganz oft nicht. Das kann eine gewisse Zeit lang ganz gut funktionieren. Ja, dass dir jemand sagt, mach so, mach so, mach so, mach so. Nur, wenn es nicht deins ist, dann kippst du irgendwann raus. Das habe ich schon sehr oft beobachtet da draußen und darum geht es mir darum, dich zu inspirieren. Es geht mir darum, dir Fragen zu stellen, zu denen du deine Antworten finden kannst. Ja? Und wir haben es ja auch schon angekündigt, bevor ich dann losstarte. Wir haben ja angekündigt, dass es weitergeht. Da werde ich am Ende, ja, also wenn wir die Fragen zum Hamsterrad in den Raum gegeben haben, da werde ich danach noch sagen, wie es weitergehen kann. Ich habe länger drauf gewartet und wie es dann bei mir manchmal so ist, bumm, war eine Idee da, die aus euren Wünschen entstanden ist. Aber dazu sage ich später mehr. So, jetzt sind hier einige noch eingecheckt. Die Heike sagt, Video und Ton stocken. Okay, das kann auch manchmal bei dir an der Leitung liegen. Ich habe 120 Mbits. Das gab es noch nie oder 140 hatte ich sogar. Also ansonsten auch einfach nochmal aktualisieren. Ela, wenn es irgendwas gäbe, die Ela schreibt, hier ist alles gut, dann kontaktierst du mich bitte einfach über den Chat, wie wir es immer machen. Genau. So. Das Hamsterrad. Bei der Tanja ist auch alles gut, bei der Ursula auch. Wunderbar. Dann mache ich weiter. Das freut mich sehr. Wir hatten in der letzten Zeit ab und zu mal so ein paar Schwierigkeiten mit dem Internet, aber ich habe jetzt hier auf meiner Seite eigentlich alles, was in meiner Macht liegt, getan, damit
wir hier, was die Internetgeschwindigkeit angeht, gut unterwegs sind. Und so soll es auch bleiben. Ihr Lieben, jetzt geht's los. Als Mensch, als Frau, auch als Mann, egal, sind wir alles Wesen, die fühlen. Wir fühlen uns ja den ganzen Tag irgendwie. Die Frage ist, wie gut kannst du dich denn noch spüren und wahrnehmen? Einige haben berichtet in den letzten Wochen, dass es einfach so eine Blablase irgendwie gibt und dass vieles auf dem Weg verloren gegangen ist. Und ich glaube, das kennen wir alle. Ich glaube, wir kennen alle Alltagssituationen, in denen wir uns ein Stück verlieren, in denen wir uns ein Stück weit auch von uns entfernen und dem, was wir in Wirklichkeit wollen. Und ja, der Alltag, ja, und das Funktionieren, was wir an so vielen Stellen ja erleben, ja, innerhalb vom Job, innerhalb von der Familie, ja, innerhalb vielleicht auch vom Freundeskreis, Bekanntenkreis, das führt dazu, dass viele eben sich in diesem Hamsterrad des Lebens wiederfinden, ja. Ihr wisst alle, wie ein Hamsterrad aussieht. Man bewegt sich, ja, also man ist in Bewegung, aber es ist halt immer in diesem Rad. Und dadurch dann eben irgendwann unglücklich sind oder unzufrieden und gar nicht wissen, ja, wie sie es denn ändern können. Da auszusteigen aus dem Funktionieren innerhalb des eigenen Alltags. Und da wird der Begriff eben des Hamsterrads halt öfter als diese Metapher fürs Leben verwendet. Und während der Hamster ja nicht wirklich eine Wahl hat, können wir als Menschen ja doch frei entscheiden, was wir tun oder nicht. Und genau darin liegt ja auch das Geheimnis, was in Wirklichkeit gar keines ist. Denn du gestaltest dein Leben. Das weißt du tief in dir drinnen auch. Du gestaltest dein Leben, nicht dein Job, nicht dein Partner, nicht deine Kinder, nicht deine Eltern, nicht dein Freundeskreis, wer auch immer, ja. Nur der Punkt ist eben, dass es viele oft gar nicht mehr realisieren, dass sie eine freie Wahl haben. Ja, sie erfüllen die Erwartungen von anderen und streben nach Anerkennung im Außen und vergessen dabei das, was sie wirklich wollen. Ja, und ich möchte dich heute fragen, weißt du, was du willst, was du dir wünschst? Möchtest du es wieder rausfinden? Möchtest du, dass du wieder wahrnimmst, was deine wirklichen Bedürfnisse sind, deine wirklichen Wünsche? Und so verlieren sich eben viele, und vielleicht gehörst du auch dazu, bis zum heutigen Tag noch, ja, dass du dich immer schön um die Bedürfnisse der anderen gekümmert hast, ja, dass du im Prinzip auch einem Ziel hinterhergerannt bist in deinem Leben, das vielleicht nur eine Illusion war. Ja, wie viele Menschen gehen in die Schule, arbeiten dann darauf hin, einen möglichst guten Schulabschluss zu bekommen, weil den brauchen sie für den Studienplatz und der wiederum, ja, für einen erfolgreichen Einstieg in die Arbeitswelt zählt, ja, oder wollen eine gute Ausbildung machen, damit sie sich eben für das Berufsleben qualifizieren, ja, und damit sie dann in einem Beruf sind, der schlussendlich die Rente sichert, ja, und was dabei passiert, ist jemand, der lebt ja immer nur in der Zukunft. Und mir ging das früher auch so, ja, oh, noch 8 Stunden arbeiten und dann, yeah, Feierabend. Mittwoch, Bergfest, ja. Freitag war immer der tollste Tag in der Woche, weil da kam das Wochenende, ja. Oder noch 6 Wochen durchhalten und dann Urlaub. Und dann bist du in der zweiten Urlaubshälfte und denkst, oh Gott, jetzt geht's bald wieder los. Oh, ja, so.
Oder nur noch 10 Jahre bis zur Rente, dann kann ich das Leben genießen. Ja, und dann? Wie viel Zeit und wie viel Geld hast du dann, wenn du in der Rente bist, um deine Träume und deine Wünsche zu erfüllen? Ja? Vorausgesetzt, du bist dann in diesem Alter noch gesund genug, um dir die Wünsche und die Träume zu erfüllen und sie zu erleben. Ja, ich habe in meinem nächsten Familienkreis das lebendige Beispiel für aufgehört zu arbeiten und dann kamen alle Krankheiten, die man sich so vorstellen kann. Da war nichts mehr mit hier und jetzt einen rausrocken. Zu spät, zu lang gewartet, zu viel gearbeitet. Und deswegen möchte ich dich heute inspirieren, ehrlich hinzuschauen. Natürlich mal wieder. Es geht immer darum, ehrlich hinzuschauen und ehrlich zu dir selbst zu sein. Und deswegen ist die zentrale Frage, mit der du dich im allerersten Schritt beschäftigen darfst, ist: Gestaltest du dein Leben selbst oder lebst du nach den Erwartungen von anderen, vom Partner, von der Familie, vom Chef, von wem auch immer, den Eltern? Und ja, es mag ganz gut sein, dass du deine eigenen Wünsche und Bedürfnisse wieder neu wahrnehmen darfst. Vielleicht darfst du es neu lernen, hier wieder hineinzuspüren. Denn wir haben das ja alle in der Schule nicht gelernt. Wir haben gelernt zu funktionieren. Und vielleicht haben wir es uns auch nicht von unseren Eltern abschauen können, weil vermutlich haben die es ähnlich gemacht. Und ich möchte an der Stelle auch ganz klar sagen, das ist okay. Wir kommen aus Zeiten, wo das ganz, ganz wichtig war zu funktionieren, damit wir unser Leben sichern können, unser Überleben sichern können. Und inzwischen, im Jahr 2023, leben wir in neuen Zeiten und wir legen auch jetzt für die nachfolgenden Generationen den Grundstein für diese neue Zeit. Und wir dürfen, und ich würde sogar sagen, wir müssen das Hamsterrad verlassen. Und wenn ich das sage, dann meine ich nicht, dass du alles hier einmal auf links ziehen musst und mit wehenden Fahnen brennende Felder hinter dir lässt. Nein. Du darfst anfangen im Kleinen, mit den kleinen Kleinigkeiten und mal schauen, was wünsche ich mir? Was wünsche ich mir jetzt in diesem Moment? Vielleicht eine Kugel Eis, vielleicht einfach nur entspannt zurücklehnen. Was es auch immer ist, fang an, dich wichtig zu nehmen. Schau, was du wirklich willst, weil wir brauchen es nicht mehr so zu machen wie unsere Eltern und Großeltern. Wir leben jetzt und wir leben im Zeitalter der Selbstverwirklichung. Und das ist das große Geschenk. Und Geschenke sind da, um sie auszupacken, um sie zu genießen. Und dein Leben ist ein Geschenk. Und deswegen möchte ich dich einladen und motivieren, dieses Geschenk für dich zum Besten zu drehen. Ja? Und eine Frage, die da ja immer wieder verbunden ist, das hab ich schon ein paar Mal gelesen, ist, wie ist es, wenn ich dann meine Bedürfnisse und meine Wünsche lebe und kommuniziere? Ja, ist es dann nicht egoistisch? Und da frage ich dich nochmal, ist es dein Leben oder das Leben der anderen? Und im Leben gehen wir immer Kompromisse ein, das ist absolut in Ordnung, insbesondere natürlich, wenn wir in Familie leben, wenn wir in der Arbeitswelt mit Kollegen unterwegs sind. Ja, und es ist wichtig, dass alle Beteiligten ihre Wünsche und Bedürfnisse ebenfalls leben dürfen. Und vielleicht bist du diejenige, die anfängt und damit andere inspiriert,
dies auch zu tun, sich selbst auch wieder wichtig zu nehmen. Und die Fragen, ich stelle sie dann auch gleich gerne noch in den Chat, die ich für dich heute mitgebracht habe, zusätzlich, ja, zur Frage, gestaltest du dein Leben oder lebst du es nach den Erwartungen von anderen, ja, ist, was würde sich für dich ändern, wenn du nicht mehr denken würdest, ich kann das nicht? Das ist eine Frage, über die habe ich neulich mit der Ela auch gesprochen, ja, und sie hat gesagt, das hat mich echt irgendwie, ja, da hat es was ausgelöst. Was würde sich für dich ändern, wenn du nicht mehr denken würdest, ich kann das nicht? Ja, oder das ist nicht möglich oder das ist nicht drin für mich. Das Leben, was ich heute lebe, hätte ich vor 15 Jahren nie im Ansatz für möglich gehalten. Ich habe es mir einfach irgendwann mal gewünscht. Frei, selbstbestimmt, unabhängig, ja, in Fülle zu leben. Und es kam nicht von jetzt auf gleich, es war ein Weg. Und jeder Schritt dieses Weges hat sich gelohnt. Und manchmal ging es auch einen Schritt vor und drei zurück. Leben ist Entwicklung. Leben verläuft nicht linear, ja. Es gibt Wellenbewegungen. Das ist okay. Du musst nicht morgen da sein, wo du perspektivisch, ja, hin möchtest. Und deswegen fang an, mal ehrlich hinzuschauen. Was wird sich für dich ändern, wenn du nicht mehr denken würdest, ich kann das nicht? Was würde sich ändern, wenn du den ersten Schritt heute gehst? Und wenn du dir mal vorstellst, dass alles möglich ist, ja, kannst du einfach mal. Wenn alles möglich ist, wie willst du es für dich haben? Was willst du? Da gibt es diesen Spruch, das Leben ist kein Wunschkonzert. Was, wenn du einfach mal für ein paar Momente das beiseite schiebst und sagst, das Leben ist ein Wunschkonzert und wenn ich mir jetzt alles wünschen kann, wie will ich es dann haben? Und ich lade dich ein, setz dich hin und notiere es dir wirklich. Ohne dieses, ja, aber das geht ja nicht, weil, und, oh, ja. If you can dream it, you can do it, steht hier im Chat. Genau. Ja, aber bei mir geht es nicht, bei allen anderen. Nein. Du, alles, was du zu tun hast, ist dir zu erlauben, diese Gedanken zu denken. Ja, und dich nicht selbst permanent runterzuregeln. Und gleichzeitig ist es auch wichtig, dass, wenn es vielleicht nicht morgen dann schon alles da ist, dass du trotzdem dran bleibst. Auch in Zeiten der Krisen. Und meine Lieben, da weiß ich, von was ich spreche. Ja. Und ich hätte die letzten 5 Jahre auch ganz oft die Gelegenheit zu haben. Weißt du was? Ich höre jetzt auf. Habe ich aber nicht. Ich bin dran geblieben an mir. Warum? Weil ich mich für mich entschieden habe. Und die nächste Frage, die ich für dich habe, ist, wenn du nicht scheitern könntest, was würdest du unternehmen? Was würdest du jetzt anfangen? Wenn du wüsstest, du kannst nicht scheitern, wie viele Dinge in deinem Leben hast du schon nicht gemacht, weil du Angst hattest, dass es nicht klappt? Weißt du was? Das Nichtklappen hast du schon, wenn du nie losgehst. Ja? Ich stelle euch jetzt mal schnell die Fragen hier in den Chat. Und da sind wir ja wieder bei dem Punkt, ja, woher soll ich wissen, was ich will, wenn ich nicht mal weiß, was ich alles wollen kann? Und das ist ein Weg, das darf auch ein Weg sein, hier die Antworten zu finden. Denn es lohnt sich, weil
Du machst es für die wichtigste Person in deinem Leben. Und die wichtigste Person in deinem Leben, die hört mir gerade zu, weil das bist du. Und du hast einen Job, dass es dir gut geht. Weil wenn es dir gut geht, dann geht es auch denen um dich herum gut. Dass es dir gut gehen darf, hat nichts mit Egoismus oder sonst irgendwas zu tun. Viel Spaß beim Finden deiner Antworten auf die Fragen. Nimm dir die Zeit, ja, finde es raus. Und wenn du denkst, hey, ja, woher soll ich wissen, was ich will, wenn ich nicht mal weiß, was ich alles wollen kann, ja, dann lade ich dich total herzlich ein, das Stück für Stück herauszufinden, was du alles so wollen könntest, was es denn da vielleicht alles so für dich gibt. Und dabei begleite ich dich. Wir haben in den letzten Monaten, ich weiß gar nicht, wie viele Umfragen gemacht. Ja, es waren bestimmt 5 oder 6 oder 7 Umfragen. Bei allen, bei Teilnehmerinnen, auf Social Media, im Newsletter. Ich weiß nicht, wo überall. Und immer wieder kam, Katharina, ich will gern weitergehen mit dir, aber ich will jetzt keinen Kurs wie selbstsicher leben oder stilsicher in 8 Wochen oder ich habe ja bei dir eh schon alles gemacht, auch vielleicht schon 2-3 Mal gemacht und ich will trotzdem deine Inspiration, ich will dein Feedback, ich will deine Energy, ich will deine Ideen, ich will deine Fähigkeit, so klar drauf zu schauen auf die Themen und sie so ehrlich zu benennen und so gut, ja, mir dabei zu helfen, das für mich dann umzudrehen und passend zu machen. Und so kam es auf einmal, wie das manchmal so ist bei mir, dass ich wusste, also es war ein ganz langer Prozess und dann wusste ich auf einmal, da, jetzt ist es klar. Und so ist Leb dein grenzgeniales Leben entstanden, ja, was ein neues Programm ist, was es so noch nie gab, was es auch dieses Jahr dann nicht nochmal geben wird, weil dieses Programm, was online stattfindet, gibt es ganze 9 Monate jetzt. Wir starten am 1. April und wir sind dann für den Rest des Jahres gemeinsam unterwegs. Ich nenne es gerne Inspirationsprogramm, ja, weil es ist für mich kein klassischer Kurs, bei dem du ja Module studieren musst, sondern es ist ein Programm, was dich inspiriert, was dich begleitet durch dein Leben, was dir Perspektivwechsel gibt, Inspiration, neue Ideen und so weiter und so fort, ja. Weil ich bin der festen Überzeugung, dass auch gerade die letzten 3 Jahre, die wir erlebt haben, ja, viele von uns doch sehr bewegt haben. Und es ist meines Erachtens nach absolut, ist die Zeit reif, Angst und Zweifel und Unsicherheiten hinter dir zu lassen, weil die haben dich ja lange genug klein gehalten. Ja? Und Leb dein grenzgeniales Leben ist ein Inspirationsprogramm für Frauen, die mehr vom Leben wollen und die bereit sind, Bla-Gefühl durch Erfüllung zu ersetzen. Vielleicht bist du ja eine davon. Ja, wenn ja, lade ich dich herzlich ein. Auch den Link würde ich jetzt direkt mal teilen. Das habe ich, habe ich den gefunden. Steht auch in den Kommentaren. Kann ich auch nachher nochmal separat posten. Und was wir machen ist, wir widmen jeden Monat einem Thema, ja, um das wir uns kümmern. Es gibt 2 Calls mit mir, einen Inspirationscall, einen Fragen und Antworten. Wir haben eine eigene Facebook-Gruppe, wir haben einen Mitgliederbereich, wo du alles, was veröffentlicht ist, jederzeit nachschauen kannst, egal ob am App oder am Rechner. Und mein Ziel ist es, dir dabei zu helfen, deinen Sinn wiederzufinden, ja, deinen Lebenssinn.
und in Herausforderungen Chancen zu sehen. Weil alles, was dir passiert, im Hier und Heute und Jetzt und egal wie herausfordernd und ätzend und schrecklich es manchmal sein kann, es ist alles eine Chance auf deinem Weg zu wachsen, als Frau neu zu lernen. Ja? Und ich will dir helfen, deine Bedürfnisse wieder wahrzunehmen und die an erste Stelle zu setzen. Ich will dir dabei helfen, dass du wieder an dich glauben kannst und dir treu sein kannst. Weil das ist meines Erachtens nach das Allerwichtigste, dass du an deinem letzten Tag zurückschauen kannst und sagen kannst, ja, ich war mir treu. Ich habe mich an erste Stelle gesetzt und meine Wünsche. Und das heißt nicht, dass du andere Wünsche ja nicht siehst, dass du andere ausblendest oder Ähnliches. Sondern das heißt einfach, dass du dein Leben so lebst, wie es für dich gedacht ist, weil es ist dein Leben. Und viele Frauen, mit denen ich in Kontakt bin, stellen sich immer wieder die Frage, war das jetzt schon alles? Ja? Und am Ende vom Jahr, im Januar starten sie vielleicht hochmotiviert und am Ende vom Jahr schauen sie zurück und dann war es doch irgendwie zu wenig Raum für dich selbst, zu wenig Zeit und Platz für deine Bedürfnisse, zu wenig Spaß, zu wenig Erfüllung, zu wenig Freude, Geld, Liebe, was auch immer. Ja, das ist nicht der Sinn des Lebens. Der Sinn des Lebens ist, dass du am 31. zurückschauen kannst, am 31. Dezember und sagst, ja, ich habe was bewegt. War es immer leicht? Keine Ahnung, ja, manche Jahre schon, manche Jahre vielleicht nicht. Und so viele Frauen, und vielleicht gehörst du auch dazu, die wissen gar nicht, was sie wollen, wer sie wirklich sind. Und ich kenne das total, weil so ging es mir auch, bis ich mich für mich entschieden habe, bis ich gesagt habe, also entweder das war es jetzt oder ich investiere jetzt in mich. Ich investiere in mein Vorankommen. Ich investiere Zeit, ich investiere Geld, damit ich wieder rausfinden kann, für was ich überhaupt hier bin. Ja? Und ich begleite dich bei Leb dein grenzgeniales Leben total gerne. Und ich freue mich drauf, in einer Gruppe von wunderbaren Frauen gemeinsam mit dir die vor uns liegenden 9 Monate zu gehen. Ja? Deinen Mut wieder zu aktivieren. Fülle in dein Leben einzuladen und authentische Beziehungen zu leben. Und zwar eine authentische Beziehung vor allem ja, zu dir selbst. Der Rest kommt dann automatisch. Ja. Und vielleicht magst du dir einfach mal vorstellen, wie das denn wäre, wenn du wieder wüsstest, wer du bist, was du willst, was dich bewegt und vielleicht hast du ja auch schon so eine kleine Ahnung. Vielleicht kommt so ein Gefühl von, das wäre ja schön, so schön, um wahr zu sein vielleicht. Ja. Und das kenne ich auch. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Leben sich so viel leichter leben lässt, wenn du dir helfen lässt. Wenn du jemanden hast, an dem du dich gern, ja, orientierst, wo du dich gern an der Hand nehmen lässt, wo du bereit bist, Inspirationen anzunehmen, Perspektivwechsel vorzunehmen und einfach mal auszuprobieren, was dann für dich stimmig ist. Ja, und wir kümmern uns in den kommenden 9 Monaten um deinen Sinn, deinen Lebenssinn. Wir kümmern uns um Mut. Ja, darum, wie du Ängste handelst und frei wirst. Als Menschen ist Angst wahrscheinlich ein Gefühl, was wir nie komplett loswerden können. Das heißt, wir dürfen lernen, mit der Angst umzugehen. Es geht nicht darum, irgendwas wegzumachen, sondern es geht darum, zu integrieren und damit umgehen zu können. Ja?
Wir schauen auch aufs Geld, wie du endlich mehr als genug hast und deine Wünsche erfüllen kannst. Auf dem Thema Geld liegt so viel negative Ladung. Und da möchte ich dir helfen, die zu wandeln für dich, für mehr Fülle im Leben. Ich kenne das auch noch allzu gut, als am Monatsende immer zu wenig da war. Und das muss nicht sein. Geld ist so ein spannendes Thema und über Geld lösen sich auch so viele andere Themen. Und ich bin hier keine von den Millionärscoaches, die ganze Zeit das Gesicht in die Kamera hält und von der nächsten Million erzählt. Darum geht es mir nicht. Es geht mir um eine gesunde Beziehung zum Geld. Wir kommen aus Nachkriegsgenerationen, ja, oder vielleicht auch noch Kriegsgenerationen. Und da war der Mangel sehr real. Und jetzt ist es an der Zeit, hier neu drauf zu schauen. Ja, und das, was dir nicht mehr dient, herumzudrehen für dich, so damit du mehr Fülle in dein Leben ziehst. Und das kann natürlich das eine, ja, finanziell sein, aber das andere, Fülle ist ja nicht nur Geld. Ja, Fülle ist Freude, Fülle ist Liebe, Fülle ist Wachstum. Wir kümmern uns um deine Intuition, wir kümmern uns um deine Beziehungen, wie du dir treu bleibst und dein Leben lebst. Wir kümmern uns um deine Gedanken, wie du so denkst, ja, dass du gesund, glücklich bist, wirst, bleibst. Das, was hier los ist, bestimmt deinen Alltag, jeden Tag. Und ich habe es die letzten Jahre so stark erlebt, was möglich ist, wenn deine Gedanken dich unterstützen und dir nicht zusätzlich Steine in den Weg schmeißen oder ganze Felsbrocken. Und glaub mir, da war ich früher Meisterin drin. Also das, wenn ich eins konnte, dann mir die größten Berge in den Weg legen. Ja, und das muss nicht sein. Wir schauen auch natürlich auf die Leichtigkeit, wie du Selbstzweifel ja in die Tonne wirfst und Lebensfreude auch für dich zurückbekommst. Weil dafür sind wir hier, für die Lebensfreude. Und wenn du Lust hast, dabei zu sein bei Leb dein grenzgeniales Leben ab dem 1. April, dann lade ich dich herzlich ein. Wir haben unterschiedliche Modelle, um dabei zu sein. Du kannst entweder monatlich bezahlen für 99 Euro und bist dann bis Dezember dabei. Oder wenn du sagst, ich weiß, dass ich das auch in einem Rutsch leisten kann, dann bekommst du einen Sonderpreis von 799 Euro und sparst damit zwei Monate, glaube ich sogar, oder? Wie viel? Ich habe gerade mein Rechenkopf nicht an. Nee, einen Monat sparst du. Oder auch für diejenigen, die sagen, oh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das jetzt will, für 9 Monate, kannst du auch ausprobieren und für 3 Monate einsteigen. Ja, für 399 Euro. Du findest alle Details auf der Anmeldeseite. Wir haben jetzt bis Montag noch einen coolen Frühbucherbonus. Da gibt es ein extra Tutorial und Worksheet, dein eigenes Vision Board zu erstellen. Und wenn ich zurückschaue auf die Vision Boards, die ich so hatte, ja, also in der physischen Form oder auch in der digitalen Form am Rechner oder am Handy, dann weiß ich jetzt, dass sich so vieles realisiert hat. Und damals dachte ich einfach, ja, ich probiere es jetzt halt mal aus und schau mal, was passiert. Und Vision Boards haben für mich echt eine Magie. Und ich nutze sie immer noch regelmäßig, jetzt eben eher in der digitalen Form. Und das gibt es als coolen Frühbucherbonus, wenn du dich jetzt anmeldest. Ja, zusätzlich zu 9 Monaten voller Inspiration, voller Perspektivwechsel, voller konkreter Tipps. Wie gesagt, wir haben 2 Calls im Monat. Wir haben 24/7 Facebook-Gruppe. Und wer weiß, vielleicht kommt das ein oder andere noch als Überraschung dazu. Dieses Programm findet live statt.
Das heißt, es entsteht auch durch dich, durch euch. Und wenn ich sehe, dass es irgendwas gibt, was jetzt zusätzlich einfach sinnvoll ist oder was ihr gebrauchen könnt, dann wissen diejenigen, die schon mit mir zusammen in anderen Programmen waren, dass da durchaus dann das ein oder andere noch dazukommt. Und ich freue mich sehr drauf, auf diese Zeit. Ich freue mich auf das Entwickeln, das Entpuppen. Ich bin mir sicher, dass auch einige schon bekannte Gesichter jetzt sehr glücklich sind, weil ich eben in den Umfragen, die wir gemacht haben, in den besagten, ganz oft gelesen haben, dass sie sich was wünschen, eben wo man länger zusammen ist und wo es aber nicht so eine hohe Kurstaktung gibt, sondern wo es einfach so ein an die Hand nehmen ist. Und genau das soll Leb dein grenzgeniales Leben sein. Ich bin da, ich teile mit dir, was ich habe. Ich gebe dir konkrete Antworten auf deine Fragen und ich möchte dich einfach inspirieren, dein Leben so zu leben, dass es zu dir passt. Und zwar 100%. Ohne dass du deshalb anderen auf den Schlips treten musst. Wenn du Lust hast, melde dich gleich an, dann bekommst du da auch den Frühbucherbonus. Wenn du erst noch nachschauen willst, klick den Link, schau es dir an. Wenn es Fragen gibt, melde dich, stell uns deine Frage. Wir haben natürlich auch einige Fragen schon auf der Infoseite beantwortet. Aber wenn irgendwas offen ist, zögere nicht, dich zu melden, auch gerne hier in der Gruppe. Wenn irgendwas ja einfach unklar ist oder nicht vielleicht verständlich ausgedrückt, wie auch immer. Wir sind da. Wir starten am 1. April. Ich wünsche mir sehr, dass du dabei bist. Aber was ich mir noch mehr wünsche, ist, dass du auf welchem Wege auch immer in dein grenzgeniales Leben findest. Und wenn wir es zusammen machen wollen, dann ist jetzt die beste Chance. Sei dabei. Ich freue mich auf dich und schicke dir jetzt viele liebe Grüße, immer noch aus Mallorca. Ich werde jetzt mit meiner kleinen Johanna essen gehen. Die sitzt jetzt nämlich schon auf dem Bett. Oh ja, sie ist nicht klein. Das stimmt, sie ist nicht klein. Die Johanna ist 1,53 schon mit ihren 9 Jahren. Und, und die sitzt jetzt auf dem Bett, hat schon Hunger. Und ja, dann lassen wir uns jetzt das Abendessen schmecken. Du kannst dir alle Infos auf der Infoseite holen und sie dir schmecken lassen und dich direkt anmelden, wenn du Lust hast. Wie gesagt, ich freue mich auf dich. Ich bin da mit allem, was ich mitbringe. Und ich glaube auch alle Frau Meier-Programme sind cool. Und ich habe das Gefühl, dass das, was jetzt hier in den Raum gebracht wurde, durch eure Feedbacks und eben auch durch mein, das ist es, ist was ganz Besonderes. Und ich freue mich riesig, weil ich es einfach total wichtig finde, dass noch viel, viel mehr Menschen und vor allem Frauen da draußen den Weg gehen, der zu ihnen passt, dass sie ihr Leben leben. Einfach weil ich weiß, wie unterschiedlich sich das anfühlen kann, so zu leben oder so. Und wenn du das auch rausfinden willst, dann let's go. In diesem Sinne, einen schönen Abend. Alles Liebe aus Mallorca. Und bis ganz bald hier in der Gruppe oder in der Kursgruppe oder wo auch immer. Auf jeden Fall freue ich mich, dass du hier bist. Vielen Dank fürs Dabeisein und tschüss, ciao, bye bye und hasta luego.